Wie in ganz Deutschland fehlt in Rheinland-Pfalz der Nachwuchs in vielen Berufen. Besonders im Handwerk werden Auszubildende gesucht. Wie groß ist der Azubi-Mangel in Rheinland-Pfalz? Anja Obermann ist die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz. Sie weiß Bescheid über die Situation im Land. Rheinland-Pfalz steht beim Azubi-Mangel im Schnitt aller Länder da. Das ist weder besonders gut noch besonders schlecht. Wir haben etwas über 7 Azubis pro 100 Menschen mit Berufsausbildung, die bei uns arbeiten. Das ist wirklich einfach nur durchschnittlich. In Süddeutschland steht man sehr viel besser da, auch traditionell. In Bayern, Baden-Württemberg haben wir etwa 10 Azubis pro 100 Beschäftigte. In den neuen Bundesländern ist die Situation sehr viel schwieriger noch, als sie bei uns ist. Dort haben die Betriebe meist nur um die 5 Auszubildende pro 100 Beschäftigten und man sucht wirklich dramatisch noch nach Fachkräften. Im Vergleich dazu steht Rheinland-Pfalz noch sehr viel besser da. Auch in den sozialen Berufen wie in der Kranken- und Altenpflege mangelt es am beruflichen Nachwuchs. In den Kindertagesstätten fehlen laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung 5000 Fachkräfte für eine kindgerechte Betreuung. Wo fehlen die meisten Nachwuchskräfte? In den Ballungsräumen ziehen vor allem Hochschulen und große prominente Firmen viele junge Leute an. Doch auch in den sehr ländlichen Regionen tun sich viele Betriebe schwer, geeigneten Nachwuchs zu finden. Da gibt es zum Beispiel oft Probleme, dass der Betrieb gar nicht erreichbar ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Insbesondere im Handwerk muss man ja auch morgens früh anfangen. Die Berufsschulen sind häufig sehr weit entfernt. Auch da gilt es, lange Strecken zu überwinden oder es wird gar nicht das Fach unterrichtet an der naheliegenden Berufsschule. Und da haben wir das Problem eben durch die mangelnde Infrastruktur. Was können Betriebe tun, um Azubis zu finden? Metzger Dirk Schmidt aus Daden im Westerwald warb letztes Jahr mit diesem Auto um einen Azubi. Es sollte nicht nur ein Köder sein, sondern auch eine Lösung für das Infrastrukturproblem auf dem Land. Ja, bei uns sind die Taktungen vom öffentlichen Verkehr leider nicht so gut. Ja. Und wenn Sie schon in den Nachbarort 5 Kilometer weiterfahren wollen, dann ist es morgens früh um 6 Uhr schon ein Problem. Solche Aktionen hält Anja Obermann für gut und richtig. Noch wichtiger ist für sie ein anderes Kriterium. Das Wichtigste, was Unternehmen tun können, ist wirklich in die Qualität ihrer Ausbildung zu investieren und natürlich das dann auch zu kommunizieren. Nur wer wirklich gute Ausbildungsqualität anbietet, kann versuchen, dass sich das auch rumspricht und das wieder andere anzieht. Besonders wichtig ist das auch, nicht nur um neue Azubis zu gewinnen, sondern auch um diejenigen zu halten, die die Ausbildung machen. Das ist mindestens genauso wichtig, dass man eben nach der Ausbildung auch die Fachkräfte bei sich im Unternehmen hält. Welche Berufe sind besonders betroffen? Einige kreative Handwerke wie Tischler haben immer noch eine hohe Anziehungskraft. Auch der Beruf des Konditors wird in den letzten Jahren beliebter bei jungen Menschen. Doch das sind Ausnahmen. Im Handwerk, keine Überraschung, kämpfen die Nahrungsmittelgewerke sehr, sehr stark um Nachwuchs. Also Bäcker, Fleischer, Bäckereifachangestellte, Fleischereifachangestellte, die haben sicher mit am meisten zu kämpfen. Wir haben aber auch in den Bauberufen, in den Ausbaugewerken großen Mangel. In fast allen Gewerken im Handwerk suchen die Betriebe händeringend nach Azubis. Fazit: Obwohl das Handwerk boomt, hat es ein Imageproblem. Junge Menschen wollen heute immer seltener eine Lehre beginnen. Nur Betriebe, die ein attraktives Ausbildungspaket anbieten und das auch entsprechend bekannt machen, können gegen die Konkurrenz von Hochschulen und prominenten Großbetrieben bestehen.